das hat funktioniert. Wir kommen zurück zu Risen Dingsbums hier. 3 heißt das Spiel. Ich kann immer noch nicht, wahrscheinlich aufgrund neuester Grafikkarte-Updates und weil es hier irgendwie mal so eine kleine Ruckler gibt, die sind hier gerade, kann ich nicht mehr, ich glaube, das Textur nachladen. Also entweder ist es wirklich der Grafikkartentreiber, der halt irgendwas mit diesem Texturstreaming nicht richtig hinkriegt, gebacken. Oder so wie anders bottleneckt. Ist auch sehr viel von der Grafikkarte abhängig, von der CPU abhängig, ne? Sowas hier, bei Nvidia zumindest. Also mehr als bei ATI, glaube ich. Bei AMD. Und ich kann aber das, die Aufnahme abbrechen, indem ich raustappe und wieder reintappe. Und dann geht die. Dann ist es mich auch so, als würde ich die Taste drücken. Das ist fast genauso gut. Hallo Marv, ich grüße dich. Ich begrüße dich zu dieser Episode Risen, in der wir vor einer großen Wand stehen. Was ist denn eigentlich dahinter? Ich dachte nämlich die ganze Zeit, das ist irgendwie eine Brücke. Es ist offensichtlich keine Brücke, sondern eine Mauer. Aber ich hätte mich jetzt so wundern, wo hier eine Steinbrücke herkommt. Wir suchen immer noch das Dorf der Kieler. Hier sind aber viele Affen. Ich hätte vielleicht doch diesen Affenzähmen-Skill lernen sollen. Die kann man ja für guten Gewinn verkaufen, ne? Und mehr Warzenschweine vor allen Dingen. Ach cool, ich stehe auf der Kante und kann deswegen nicht runterspringen. Ist ja nicht für. Also richtig so Kampftaktiken in Risen 3 gibt's nicht, ne? Also die Gegner haben halt meistens sowieso so ein Dreifach, nicht spring nicht so lange an, bis du tot bist. Aber. Zum Beispiel die Warzenschweine hatten im Vorgänger hatten noch irgendwie so ein Moveset, dass du den halt einmal ausweichen konntest und dann hast du so. Noch ein Krokodil. Dann hast du halt so ein paar freie Schläge reingekriegt. Das ist jetzt halt gar nicht, ne? Weil die Warzenschweine, die konntest du jetzt halt irgendwie das Maul hauen, dann war auch nicht gut, aber. Es ist nicht so, dass ich die jetzt komplett ausnutzen kann, ne? Auf der anderen Seite, welche Textur würde gerade nachgeladen werden? Ach, ich weiß es auch nicht. Ja, ich glaube, ich habe mich langsam über die Gedanken angefreundet, neues Windows neu zu installieren. Geht doch. Zwischenspeicher nicht vergessen. Mach ich doch die ganze Zeit. Das ist von meinem Vater, sein bester Freund, dessen Mutter hat damals ihre Akte von der Stasi mal angefragt. 3 Mitarbeiter des Amtes haben die Akte reingefahren auf Wegen, was dann daran lag, dass die Schwester aus dem Osten geflohen ist. Ah ja, gut, dann bist du gleich richtig beobachtet. Die Akte von meinem Vater hat ein Blatt. Hat er gesagt. Er hat die nämlich auch angefordert. Da steht einfach nichts drin. Es ist halt, es ist irgendwie seine Personendaten und das war's. Mehr hat die Stasi über ihn nicht. 20 Jahre in der DDR gewohnt. Na gut, die ersten 20 halt, ne? Er war halt nie in einer. Irgendwie in einer. Ich würde gerade HJ sagen, nee, Das kann ich aber bei den jungen Pios mitgemacht hat, wahrscheinlich, oder? Kann man da rumrum um die jungen Pios? Wahrscheinlich nicht. Junge! Diese Kackmechanik, das ist so dumm! Dass alle Gegner nichts anderes können, als sich zu staggern! Das ist so behindert! Er hat sich diesen Scheiß ausgedacht! Oh, hier ist mal aufs neue Gebiet aus. Ja, und auf jeden Fall, Als was er mal irgendwie erzählt hat, ist, dass er irgendwie gab es anscheinend, zumindest für die Jungs, gab es so ein Wehrcamp. Und da bist du dann irgendwann in einer, keine Ahnung welchen Klasse, oh guck mal, eine Geheimhöhle. Bist du da irgendwo hingefahren und konntest irgendwie mit echten Waffen rumballern? Also halt irgendwie so schießstandartig. Und der meinte, er hat da mit voller Absicht immer schön in den Sand reingeschossen, damit doch keiner auf die Idee kommt, dass er auch nur so ein bisschen schießen kann. Weil dann warst du gleich vorgemerkt für die NVA. Das wollte er auch nicht. Er hat auch erfolgreich den Wehrdienst gedodged. War zur Wende, war er. Ach, fuck, eine 80er Christ. War ja zur Wende, war er gerade um die 20. Und dann hat er halt gesagt, wo sind. Erstmal, aber du konntest wie zu DDR-Zeiten, konntest du den. Ich suche gerade meinen Stift, um das aufzuschreiben, mit der richtigen Farbe. Wenn sowas wichtig ist. Konntest du zu Kieler. Mauer. Mauerhöhle. Passt doch gerade. Konntest du irgendwie, haben sie dich irgendwie mal einmal erstmal gefragt, ob du jetzt sofort freiwillig möchtest, wenn du wieder 18 geworden bist? Und da konntest du mir noch Nein sagen, dann haben sie sich halt irgendwann später eingezogen. Und im Falle von meinem Vater war das halt so, der war halt dann fertig mit der Schule oder mit der Ausbildung. Und dann hat er gesagt, nee, danke, ich arbeite erstmal noch. Und dann war Wende.
Dann hat sich das erledigt gehabt, dann war Info A nicht mehr. Aber Bundeswehr war halt auch nicht mehr Mode, beziehungsweise war schon zu spät, weil dann war halt 25. Dann war das halt auch nicht mehr drin, weil bis das ganze Aktenzeug übertragen war, wahrscheinlich zu Wendezeiten, das dauert ja ein paar Jährchen. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze? Ja, ich aus deiner auch. Ja. Meine Mutter weiß das gar nicht, ob die eine Stasi-Akte hatte. Die war ja noch unauffälliger als mein Vater. Also. Oh, ich muss meine Großeltern endlich mal fragen, ob die eine Stasi-Akte jemals angefordert haben. Und wenn ja, warum nicht? Auf der anderen Seite, viele Leute haben ja sich diese Akten gar nicht rangeholt, weil sie halt nicht wissen wollten, wer sie bespitzelt hat, ne? Ich meine, an sich sind die Dinger ja geschwärzt in entscheidenden Stellen. Aber wenn da halt irgendwelche Sachen drin stehen, dann wisst ihr ja, mit wem du da gewesen bist, ne? Wenn da halt irgendwie steht IM, geschwärzt, hat das berichtet. Der ist natürlich glasklar, wer mit dir damals dabei war. Dann kannst du ja, oder du kannst aus mehreren Gegenden, kannst das parallel konstruieren, wer es war. Wenn du halt irgendwie Mielke beleidigt hast und du warst irgendwie allein im Wald mit deinem besten Kumpel. Nun, es steht der Fall klar, ne? Interessant, wie zu sehen, wie das damals ablief. Das Haus war gegen 12 Reiter mit Wanzen irgendwie ein richtiger Geheimfilm. Die Stasi hat sich noch andere Nummern, ach guck mal, ist mal wieder hier, noch andere Nummern gemacht. Die haben zum Beispiel deine Möbel gerückt. Um dich durcheinander zu bringen, zu denken, dass du verrückt bist. Und so gibt es so kleine Veränderungen wie. Also heutzutage würdest du die Klingeltöne des Handys austauschen. So ein Scheiß halt, ne? Ich weiß gar nicht, das ist auch sehr interessant, wenn man sich das anguckt im Stasi-Gefängnis, in Bautzen, im Roten Bullen. Was sie mit den Gefangenen gemacht haben. Wie wenn du zum Beispiel einen Fernseher bestellt hast, dann haben sie, wenn du einen Fernseher bitte habt, dann haben sie den Fernseher jedem, aber auf maximale Lautstärke immer gestellt und immer schön, schön ballern die Propaganda raus. Oder wenn du irgendwie gehen wolltest, dann haben sie stundenlang gehen lassen, also halt klassischen Foltermethoden. Nicht sehr nett, diese Stasi-Leute, wer hätte es gedacht? Aber das Möbelrücken, dieses Gaslighting, das ist schon irgendwie. Ich meine, wenn du weißt, dass das ein Geheimdiensttrick ist, dass sie deine Möbel rücken, dann funktioniert das halt gar nicht, ne? Also, ich werde zwar gegen die sonstigen Stasi-Methoden nicht gefeit, aber dieses Möbelrücken. Ich meine, meistens, wenn du von der Stasi beobachtet wirst, weißt du ja, was du gemacht hast. Irgendwas wusste, das ist ja immer das Problem an so oppressiven Systemen, ne? Selbst wenn du absolut systemtreu bist, kann es trotzdem sein, dass du irgendwo in dir die Räder kommst, weil dich halt irgendjemand, dich als Sündenbock braucht, du halt irgendwie anders herhalten musst oder das System auch einen Fehler gemacht hat und du halt keinen rechtsstaatlichen Weg hast, dagegen vorzugehen. Aber. Sag mal, du weißt, was du gemacht hast, weil du halt mal auf der falschen Demo warst oder die falschen Kommentare ein bisschen in der Öffentlichkeit raushaust und dann halt du nach Hause kommst und dann steht doch immer wieder eine Vasen andersrum oder sowas. Dann weißt du genau, aha, die Stasi hat wieder die Möbel gerückt. Aber wenn du halt nicht weißt, dass die Stasi so einen Scheiß macht und die machen ja noch ein paar andere Geschichten oder haben noch ein paar andere Geschichten gemacht, dann denkst du halt auch noch, du wirst irre. Hä, warum liegt denn jetzt, wo ist denn jetzt mein Schlüssel? Ich hab den doch genau hier hingelegt. Das ist denn, oder warum steht denn jetzt die Blume da hinten? Die war doch, hä? Esse? Telefon habe ich auf mein Handy seit 96 auf lautlos. Ich habe. Oh, was ist denn mein Klingelton aktuell? Ja, gerade ist es der Standardklingelton. Ich hatte lange Zeit, von Trivium irgendein Lied, was ich danach nie wieder gehört habe, weil ich es nicht mehr mag. So, wer bist du denn jetzt eigentlich? Hey! Gut, nein! Dass ich dich treffe. Auf dich habe ich gewartet. Du bist genau der richtige Partner für meinen großen Plan. Plan? Ja, genau. Am besten, ich erzähl dir unterwegs davon. Unterwegs? Natürlich unterwegs. Vom Herumstehen kommen wir dem großen Tempel kein Stück näher. Also, geh vor. Ich folge dir. Aua. Du musst auch nicht. Du. Na. Au! Pass doch auf, was du. Ging schnell. Das hat wirklich wehgetan. Das dauert ja ewig. Ich mach kein Damage. Das tat weh. Echt jetzt? Das hat wirklich wehgetan. Au! Ist jetzt endlich tot? What? Das hat wirklich wehgetan. Au! Pass doch auf, was du machst!
Ich habe fast das Gefühl, man kann Matt nicht töten. Das hat wirklich wehgetan. Anscheinend nicht genug, aber wir sind weit gekommen. Mir war gerade ganz schwarz vor Augen. Warst du das etwa? Ich glaube, ich wurde umgehauen. Ist doch kein Wunder. Du stehst ja auch ständig im Weg herum. Das ist aber nicht nett von dir. Ich dachte, wir wären Partner. Hey, ich habe dich nicht gebeten, mir hinterherzulaufen. Unter diesen Umständen muss ich mir nochmal genau überlegen, ob ich bei dir bleiben will. Prima, aber beeil dich damit. Nein. Ich denke, ich komme mal besser mit. Sonst kommst du noch in Schwierigkeiten. Ich will mir nachher nicht vorwerfen lassen, meinen Partner im Stich gelassen zu haben. Hey, ich finde es sehr schön hier. Du nicht auch? Das ist jetzt... Ich... Aber... Au! Das tat weh. Lassen Sie das! Das hat wirklich wehgetan. Moment mal. Wer hat dir eigentlich erlaubt, mir einfach nachzulaufen? Keine Sorge. Ich werde schon auf dich Acht geben. Ich sichere unsere Nachhut auf unserem Weg zum großen Tempel. So, so. Großer Tempel, ja? Was ist, wenn ich das gar nicht will? Du wirst es nicht bereuen. Das verspreche ich dir. Du wirst schon sehen. Bald werden wir beide reich sein. Hau ab, du Penner. Ich brauche keinen Nachläufer. Das ist aber schade, dass du das so siehst. Wie auch immer. Du kannst von Glück sagen, dass du mich getroffen hast. Wir werden uns gut verstehen, da bin ich mir sicher. Ernsthaft, du verlierst da Seele? Hier, nimm 1000 Gold, aber verschwinde endlich. Das ist ja... Wieso gibst du mir so viel Gold? Damit du endlich gehst. Du nervst. Wenn das so ist, gib her. Wow, das ist mein erstes verdientes Gold. Ich habe noch nie so viel Gold auf einmal in der Hand gehabt. Weißt du, damals waren das nämlich schwere Zeiten für mich. Ich hab... Schluss jetzt. Hau endlich ab. Ja, ja, schon gut. Ich finde schon jemand anderen, der bei meiner Sache mitmachen will. Oh, plus minus null. Also, man kann ihn tatsächlich loswerden. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, dass du ihn halt einfach bestechen kannst. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn wirklich loswirst. Ich habe halt alles... Also, eigentlich dachte ich, ich kann ihn einfach töten. Aber das hätte ich natürlich bedenken müssen, dass es nicht geht. Ja, also, das ist Matt. Matt ist, wie im Chat bereits richtig festgestellt wurde, der nervige NPC aus Gothic 1. Und ich meine auch, es gab auch einen Matt in anderen Piranha Bytes Spielen. Es gab auf jeden Fall irgendeinen so Typen in Alex noch. Gab es den nicht auch in Gothic 2 oder 3? Ich hasse Matt. Weil er mir halt hart auf den Sack geht. Ich meine, das ist natürlich bei Design. Und das muss so. Aber trotzdem hasse ich ihn. Das Schlimmste ist halt, dass ich nicht die Freiheit habe, ihn einfach über den Haufen zu schießen und seine Leiche zu plündern. Seine Organe an die Eingeborenen zu verkaufen. Vor allem diese Dreistigkeit. Ne? Ich komme jetzt einfach mit. Es gibt andere Piranha-Spiele außer Alex. Ja, Gothic und Risen. Reicht doch, oder nicht? Das sind 7 Stück. Das sind mehr Spiele, als ich jemals entwickelt habe. Ich bin nicht bei einer stolzen 1. Obwohl, die stimmt gar nicht 2. Unreleased. Irgendwann mal 2010 rum habe ich so ein Browser-Game geschrieben. Ich habe echt viel Zeit mit Mathe verbracht, muss ich dazu sagen. Da waren tolle Zeiten, sage ich euch. Meine Kampfsystemberechnungen waren großartig. Ja, es war alles ganz so schlimm. Und ich habe Grafiken von Magic Gathering geklaut. Hey, ich finde es sehr schön hier. Du nicht auch? Das ist jetzt so wichtig, dass du mich unbedingt in ein Gespräch verwickeln musst. Ich meine ja nur, den meisten fällt gar nicht auf, wie schön es hier eigentlich ist. Aber geh nur weiter. Wir haben ja noch so viel zu erledigen, nicht wahr? Krass. Ich hab's wirklich geschafft, den Rum aus der Flasche zu kriegen, ohne dass er daneben geträufelt ist. Ob ich das jemals wiederholt kriege? Der letzte Rum für heute. Moment mal. Wer hat dir eigentlich erlaubt, mir einfach nachzulaufen? Keine Sorge, ich werde schon auf dich Acht geben. Ich sichere unsere Nachhut auf unserem Weg zum großen Tempel. So, so. Großer Tempel, ja? Was ist, wenn ich das gar nicht will? Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Du wirst schon sehen, bald werden wir beide reich sein. Das Ding ist, er hat nicht mal eine Waffe. Also ja, er hat ja nicht mal eine am Gürtel.
nicht mal so theoretisch. Es gibt ja viele NPCs, die irgendwie eine total überbordene Waffe bei haben, die halt irgendwie so aussieht, jetzt könnte ich was damit tun, aber er hat ja echt keine. Hast du nichts zu tun? Klar, ich habe mich ganz meinem großen Plan verschrieben. Das ist doch genug. Wie auch immer, du kannst von Glück sagen, dass du mich getroffen hast. Wir werden uns gut verstehen, da bin ich mir sicher. Von welchem Tempel redest du da überhaupt? Die Eingeborenen haben im verbotenen Tal einen geheimen Tempel. Man munkelt, dass derjenige, der ihn findet, mit Reichtümern nur so überschüttet wird. Du glaubst wohl alles, was man dir erzählt. Das kommt aus einer zuverlässigen Quelle, glaub mir. Du wirst mir noch dankbar sein für diese überaus wertvolle Information. Bring uns einfach zu diesem Tempel, dann wirst du schon sehen. Ich muss den scheiß Tempel noch alleine finden. Ja stimmt, durchtrainiert ist Matt tatsächlich. Ne, er sieht zwar irgendwie aus wie der letzte Vollidiot im Gesicht, aber wenn man sich die Brust so anguckt, ist jetzt nicht so, dass er überflüssiges Fett hat. Obwohl es, glaube ich, in der Vergangenheit echt schwer war, wirklich fett zu werden, ne? Also die Fettleibigkeitsepidemie, wenn man so möchte, in heutigen Tagen kommt ja vor allen Dingen durch erstmal fertiges Essen, glaube ich, und denn dass die, wieder eines besseren Begriffs, werde ich wohl den Begriff nutzen müssen, Lebensmittellobby, jahrelang damit verbracht hat, bestimmte Sachen irgendwie als gesund zu klassifizieren, die nicht wirklich gesund sind. Oder halt das komplett die Sachen zu verschieben. Dass du halt irgendwie, das ist ja nicht nur Zucker, das ist ja auch das. Weißt du? Und das hängt uns, glaube ich, noch viel nach. Davon werden die Leute dann halt fett, ne? Halt voll seltsam. Ja gut, Wie kommen wir in das verbotene Tal? Tja, das ist das Problem. Wir müssen durch das große Tor im Südwesten von Kila. Dieser übel gelaunte Eingeborene, der davor steht, lässt aber nur diejenigen rein, die er als würdig erachtet. Am besten du machst, was er dir sagt, sonst kommen wir da nie rein. Warte hier. Okay. Moment mal. Du willst den Tempel doch wohl nicht ganz alleine plündern, oder? Ich glaube, ich komme besser mal mit. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie ich Pirat geworden bin? Nein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hören will. Das war eine total verrückte Geschichte. Eigentlich wollte ich es gar nicht, aber irgendwie... Du musst wissen, ich komme nämlich von ziemlich weit her und habe gar keine Ahnung von der Seefahrt. Ist ja auch egal, dafür habe ich andere Qualitäten. Das wirst du schon noch merken. Was wollte ich gerade noch erzählen? Gar nichts. Geh einfach weiter. Ja, gut. Wir können ja später noch reden. Hat Bones einen Kommentar dazu? Ob ich Matten mitnehmen kann? Ach, guck mal hier, ein Pamir. Psst, Homie, besser leise sein. Warum so nervös? Homie verschreckt Tiere. Und wenn Tiere fliehen, Pamir muss Jagd von vorne beginnen. Darum ist es besser, wenn wir sind leise. Welche Tiere? Meint er die, die unten im Tal sind, die jetzt alle tot sind? Du bist ein Jäger? Nein. Pamir ist auf Jagd, aber kein Jäger. Pamir will etwas sammeln, das verloren ist. Verstehe. Ein Sammler also. Nein, nein, kein Sammler. Wenn du kein Jäger und kein Sammler bist, was bist du dann? Ein Gno, was sonst, Homie? Vergiss, dass ich gefragt habe. Nicht sauer sein, Homie. Große Reise bringt viele Fragen mit sich. Ich mag die Gnome ja irgendwie, ne? Im Gegensatz zu Matt sind die halt irgendwie sympathisch. Ne? Deine große Reise hat dich nach Kila geführt? Jep, jep. Und wie jeder Gno muss Pamir auf großer Reise sein Aurikulki finden. Und du hast es noch nicht gefunden, nehme ich an. Nee, Homie. Pamir hat gefunden, aber Affe hat es ihm gestohlen. Oh. Hm. Was größere Augen als LeFloid? Das ist übrigens, tatsächlich habe ich mich damit, also eigentlich hat sich der Eisbär damit beschäftigt. Das ist ein Durchblutungsdingsbums. Das haben manche Leute einfach. Die sehen immer müde aus, weil die halt unter den Augen so dicke Augenringe haben. Und da kannst du nicht mal was für. Da kannst du auch relativ wenig gegen machen, außer Make-up raufhauen. Davon geht die Welt nicht unter. Ja, für ihn schon, oder? Weil sein Augenkugel ist ja weg. Du hast dich von einem Affen beklauen lassen? Jep. Garstiger Dieb. Niemand beklaut Pamir. Aber dieser Affe ist besonders pfiffig. Er hat eine Kawa. Doch Pamir traut sich nicht hinein. Vielleicht weiß Homie eine Lösung. Feuer? Burn them all? Was ist es denn? Wie sieht dein Aurikulki denn aus? Es ist ein kleiner Funkelring. Homies tragen ihn am Ohr. Ein Ohrring? Klingt nicht besonders spannend.
Er glitzert über weite Strecken. Kumpo von Pamir dann immer wissen, wenn er sie besuchen kommt. Woher hast du den Ohrring? War Geschenk von Homi. Er ihn sicher nicht mehr gebraucht. Also hat Pamir ihn genommen. Garstiger Dieb, dieser Affe. Ich werde dein Aurikulki finden. Tantan, Homi. Wenn du willst, zeigt Pamir dir den Weg zur Affenhöhle. Ein Wort genügt und ich führe dich hin. Ja, warte mal damit kurz. Ich muss erstmal speichern. Beziehungsweise... Ich wüsste wirklich gern, warum ich das nicht die Aufnahme nicht mehr beenden kann. Aber manche Spieler haben das so an sich. Aber das war bei Risen vorher nicht so. Nee, mir auch nicht. Na gut, machen wir es so.